Okay, hier sind wir wieder. Ich begrüße euch zur Stuttgart Open hier im schönen Billardcafé Carambolage in der Schönebühl, Rotebühlstraße, sorry. Und wir haben ein Match für euch hier zwischen Geronimo Weißenberger, der gerade das Break ausgeführt hat, und Pascal Nüdecker. Ich bin momentan noch am Anfang allein jetzt noch in der Box. Hier mein Kollege Sebastian Agassi-Wanske hat gerade hier den Break Battle moderiert und befindet sich sozusagen auf dem Weg vom Center Court in die Kommentatorenbox. Enorm langer Weg, etwa 8 Meter. Und unterwegs hat er sich gerade etwas zu essen bestellt und das muss natürlich noch verspeist werden. Und ja, das Match, das wir hier haben, 10 Ball natürlich auf 5 Gewinnspiele. Wir spielen im Wechselbreak, ist sozusagen ein Match zwischen ein Schweizer-Schwäbisches Duell sozusagen. Ja, hier dürfte wohl dünn anspielen. Läuft die 1, natürlich bleibt sie bei der 8. Man muss sich konzentrieren, dass er die Weiße halt möglichst hinter die 9 bringt. Hier schaut er auch die Vorbandenversion an. Wenn er die Vorbande kickt, das ist interessant. Ja, wenn er die Vorbande kickt, könnte es gut sein, dass er die Weiße hinter der 8 halten kann, wenn er die 1 auf die andere Seite schickt. Naja, nicht unbedingt hochprozentig der Stoß. Mal gespannt, was er hier für uns zaubern wird. Dünn, wie ich sagte, und konzentriert auch hinter die 9, dass die 9 dazwischen bleibt. Dürfte ihm gelungen sein. Jumpshot. Bogen wäre auch interessant, weil mit dem Bogen, wenn er jetzt mit dem Bogen linken Gefäß, ja, da um die 9 rumkommt und die 1 noch auf der linken Seite trifft, dann kann er die Weiße schön unten halten, während er die 1 zum Beispiel Richtung 2 und 8 schicken könnte. Wäre eine Option, muss aber nicht sein. Er geht eher auf dieses. Auf den Jump. Da gibt es aber auch kaum Lochmöglichkeiten, außer dem Banker in die Mitte. Ansonsten heißt es trennen. Weiße im Kopffeld halten und 1 ins Fußfeld schicken. Pascal Nüdecker übrigens derjenige, der die Turniersoftware hier für die Stuttgart Open programmiert hat. Wer hat es erfunden? Die Schweizer sozusagen. Turniersoftware-Programmierung hier von Pascal Nüdecker. Oh. Ah. Jumpshot scheint er nicht erfunden zu haben. Jedenfalls ist der in die Hose gegangen. Und Ball in Hand für Geronimo Weißenberger. Und der weiß, mit Ball in Hand gut umzugehen. Als zweifacher 8-Ball-Landesmeister. Konnte zweimal in Folge die 8-Ball-Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg für sich entscheiden. 2009, 2010 in Folge. Das sagt schon was aus. Beim ersten Titel war er sogar noch Jugendspieler. Aber es war ein Herrentitel. Und das sagt schon was aus, wenn man als Jugendspieler bei den Herren bereits einen Titel kassiert. Das ist ein kleines Problem jetzt. 3-4. Sieht fast noch nach Zwangskombination aus hier. Aber wenn es dann eine Kombi sein, naja, vielleicht geht die 4 an der 10 vorbei in die rechte Fußtasche. Aus unserer Sicht. Hat er den Winkel?
schwer zu beurteilen. Und da kommt schon jemand zurück hier von einem kleinen, opulenten Mittagessen, würde ich sagen hier. Ich denke, wir können hier die Prosecco Weißbier Corporation wieder eröffnen. Ja, also hallo Sebastian. Wenn ich den Part mit dem Weißbier übernehme. Also ein alkoholfreies, aber immerhin. Immerhin. Ich habe auch einen alkoholfreien Prosecco, nennt sich San Pellegrino. Ah ja, okay. Mhm. Und hier sehen wir gerade Geronimo Weißenberger bei seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich Billardkugeln reinspielen. So. Mhm. Eine nach der anderen. Zweifacher Landesmeister in Folge im Achtball 2009 okay. und 2010. 2009 war er sogar noch Jugendspieler. Und das sagt schon was aus, wenn man als Jugendspieler bei den Herren schon Titel holt. Auf alle Fälle. Und noch dazu in einer Partie Achtball, in der es sicher nicht so der gute Lauf war, sondern wo man schon ein bisschen Ahnung auch haben muss von diesem Spiel. Ja. Spielt sehr abgeklärtes Billard. Manchmal zieht er so ein bisschen zu weit. Wir haben ihn gerade gesehen in dem Break Battle. War ja gerade eine ganz bunte, laute Geschichte. Ja. Der Side-Event hier. Und er hat dort also auch konstant so zwei Bälle weggemacht im 10-Ball-Break. Mhm. Zeigt ja auch schon eine gewisse Qualität, wenn man das konstant bringt. Also, ja. Scheint ein ordentlicher, solider Spieler zu sein. Oh! Und ich sollte sowas, ich verschreie es. Kaum sagt man sowas, ne? Das ist mir auch schon oft passiert. Ich habe gesagt scheint, ich habe extra mit einer Art Konjunktiv gearbeitet, aber... Also das ist ein absolut unforced Error sozusagen. Ja, ganz schrecklicher Art und Natur noch dazu. Viel zu schnell abgedrückt. Hatte ich eigentlich gar nicht den Eindruck, er hat sich immer so seine Zeit, nimmt er sich eigentlich immer. Also er ist nicht so der hastige Spieler. Spielt übrigens für den SBSC Denkendorf mit Wechselambitionen eventuell. Alm hat er gemeint, gegebenenfalls. Ah, okay. Und ein Heino Klosek-Kö fühlt sich in seinen Händen wohl. Heino Klosek-Kö. Schon mal gehört? Nee. Nein? Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich schon, ich habe gehört. Mal. Also im Internetforum ist das schon eine diskussionswürdiges Kö. Du bist ja im Internet zu Hause, aber... Nee, ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Mhm. Ich auch noch. Gespielt habe ich es auch noch nicht, ja. Aber wir wissen ja alle, in Deutschland gibt es inzwischen, einige, was da an Qualität hergestellt wird, das ist schon super bemerkenswert. Ja. Was schade ist, und da bin ich ein klares Beispiel auch dafür, Heino Klosek kannte ich gar nicht. Mhm. Und ich glaube, dass insgesamt so der durchschnittliche Spieler, auch so Bezirksliga-Format, von dieser Szene gar nicht so viel mitbekommt. Entweder wird da zu wenig Werbung einfach an der Basis gemacht, also man darf nicht nur der Basis vorwerfen, sondern vielleicht auch den Herstellern. Da gibt es immer noch diese legendären Q-Maker aus den Staaten, jeder kennt sie, obwohl man keiner wüsste, wo er so einen Kühl kaufen kann. Du kannst tolle Küsse in Deutschland kaufen, keiner weiß es. Ein bisschen, da ist noch ein bisschen Bedarf in Sachen Marketing, glaube ich. Ja, wir haben also auch inzwischen eine schöne Kollektion von legendären deutschen Kühlherstellern sozusagen. Und ein paar davon haben wir auch als Sponsor hier bei unserem Turnier, wenn wir das mal erwähnen dürfen. Wer zählt uns den Kühe? Hier haben wir natürlich Mesquues und dann haben wir natürlich Arthur Q, der hier beim Break Battle ein Stöckchen zur Verfügung stellt. Hier den Arthur Break Q und hier das Break. Ui, da war der klassische Vierbänder fällt, die 6. Ich glaube, ich habe noch was gehört. 2, 4, 6, und 9, die 2 hat sich gedacht, sie leistet der 1 ein bisschen Gesellschaft. Ja. Sie sind die numerisch so nah beieinander, dann müssen sie auch am Tisch nah beieinander liegen. Ekelhafte Situation nach dem Break. Hier sehen wir wuchtig und man sieht einen Haufen Nachlauf-Effekt. Achtung, da geht die Reise wieder nach vorne. Und die 6, der klassische Vierbänder, hat man gerade gesehen, also ist sehr, sehr oft unterwegs. Unterwegs ist auf jeden Fall immer eigentlich, aber bis zur Tasche schafft das eigentlich nur so, meine Erfahrung, so knapp 5% hat er. Wie viel? 5. Ehrlich, so wenig? Ja. Okay. Aber er ist halt auffällig, weil er immer den Weg nimmt, so. Müsste ich jetzt 100-mal breaken, um das irgendwie belegen oder also ich ein paar widerlegen 100. Zu können? Ich habe schon ein paar hundert, es geht eher in die 1000, ja. Wo ich mir ja, je besser du spielst, umso häufiger breakst du natürlich.
Nein, man muss sich einfach damit beschäftigen, ist ja klar. Wenn der vollkommen klar. Da ganz vorne mitspielen muss, musst du wissen, was da los ist. Das ist der nächste Vorwurf, den ich in Sachen Training mache. Mhm. Da habe ich wieder den Vergleich zum Tennis oder nehmen wir auch mal Golf. Mhm. Der einzige Ball, den du wirklich völlig unbeeinflusst von irgendwelchen anderen Menschen und Positionen hast, ist der Aufschlag, der Abschlag oder hier der Anstoß. Mhm. Also wie beim Tennis, wie bei Golf. Und wenn ich schaue, wie viel Zeit auf so einer Driving Range in den Abschlag investiert wird, wie viel Zeit Kleinstkinder beim Tennis in den Aufschlag investieren und wie wenig Zeit der Billardspieler in den Anstoß investiert. Für mich unverständlich ist aber tatsächlich das, worüber man mal nachdenken sollte. Absolut, also es war für mich Standard schon ganz, ganz früh. Sobald der erste, Norbert Lang hat uns mal gesagt, der erste, wo gesagt hat, dass er die beste Chance hat, eine Kugel zu sehen, wenn er die weiß irgendwie in der Mitte hält, das war der erste Hinweis, wo ich dann angefangen habe, wirklich nur das zu trainieren, dass beim Anstoß die weiß irgendwie in der Mitte bleibt. Und dann ging es natürlich los, damit ein bisschen noch mehr passiert, habe ich mir natürlich dann angefangen, immer gleich aufzubauen, dass ich weiß, wo welche Kugel mit welchem Prozentsatz ungefähr hinkommt, welche Bilder sich ergeben, wie kann man die beeinflussen, indem man die dann anders aufbaut. Und ach, war das eine Arbeit. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man es professionell angeht, ist das ein absolutes Muss. Also nach dem Stoppball kommt schon bald das Break irgendwie, weil dieses nun mal das Spiel eröffnet. Und gerade hier, wo wir Wechselbreak spielen, übrigens auch so eine moderne Interpretation des Regelwerks. Da bin ich leider auch anderer Meinung als Poolstage. Ich habe ganz auch subjektiv, bin großer Freund von Winner Breaks. Können wir aber nachher nochmal als Diskussion aufgreifen. Aber gerade hier, du kommst garantiert bei jedem zweiten Rack dran mit dem Break. Wenn du diesen Aufschlag, nennen wir ihn mal so, nicht trainierst, dann hast du einfach eine große Möglichkeit ausgelassen. Also hier scheint er auf dem Weg zum 2-0-Führung zu sein. Und in meinen Augen war eigentlich Geronimo ein bisschen favorisiert hier. Aber ich weiß natürlich, dass Pascal auch, na, der kann sich schon verteidigen, das sehen wir. Lustiger Vertreter der Schweizer Billard-Spieler. Spielt für den PwC Biel, bei Bern liegt das. Ja, Biel kennt man von einem großen Turnier, das auch in Biel immer stattfindet. Spielt seit 1991 Billard. Also der weiß, wo es lang geht. So. Ja, da ist vor allen Dingen diese Turniersituation, diese Nerven, schon tausendmal irgendwie in so einem vergleichbaren Umfeld gespielt. Wobei natürlich schon dieser extra Aufwand, den Poolstage hier betreibt, vielen Spielern eine ungewohnte Situation beschert. Aber das werden sie sicher alle gerne haben. Ganz lustig, ich habe vorher mit ihm gesprochen, habe gesagt, oh je, du bist aus der Schweiz, dann bin ich ja ausnahmsweise doch für die Shot Clock. Er meinte dann, er ist sogar noch aus dem Kanton Bern. Da kommen die ganz langsamen her, hat er gemeint. Also ganz lustiger Kamerad. Ja, und er hat auch die Turniersoftware programmiert, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Oh ja, klasse. Von unserem Turnier hier, Stuttgart Open. Und wunderschön, hier sind ja im ganzen Lokal, im Sportcafé sind ja hier große Flatscreens. Und man sieht dort den Turnierplan, die Turnierübersicht. Das schaut mal ganz anders aus als auf den Excel-Listen, die man sonst so kennt. Mhm. Also tolle Transparenz und also auch nicht nur in der Außenwirkung über Livestream, sondern auch für die teilnehmenden Spieler ganz neuer Maßstab an. Hier haben wir wieder ein sehr schönes Break vom Geronimo gesehen. Optik. Ja, wunderbar. Also er bricht fast genau vom Center. Ja. Und hat somit die Chance, auch beide Kugeln, die hinter der 1 sind, siehst du, die 6 und die 8, wie nah die da dran waren. Und dann zusätzlich die 9 noch bekommen, das ist die zweite Kugel in der hinteren Reihe. Die ist auch so meist mit 5-10% dabei. Und ja, damit optimiert er natürlich seine Chancen. Ja, und er hat einen sehr sauberen Treffpunkt auf die Weiße beim Break, trotz hohen Tempos, das muss man mal dazu sagen, denn das ist ja genau der Graben, der sich öffnet bei vielen Billardspielern. Ja, wir wissen. viel Bums oder viel Kontrolle, aber beides zeigt er hier sehr konstant, wie es eben bei dem spaßigen Break-Battle schon war. Der wird noch aufholen, der wird den Satz bestimmt noch offener gestalten. Oh, ein kleiner Übergreifer. Ja. Chinese Snooker sagt man, ja. Mag keiner so richtig gerne. Da merkt man übrigens schon auch den Grad des Trainiertseins. Mhm. Also da gibt es natürlich viele Spieler, die dann einfach sagen, okay, auf den habe ich halt einfach nur 30% und abdrücken.
Und je reifer, trainierter ein Spieler ist, umso weniger hat er eigentlich damit Probleme, muss man beobachten. Ja, bei diesen Chinese Snookers, also bei allem, was so diese gestochenen, leicht gestochenen Bälle, ne, muss man sich halt besonders darauf konzentrieren. Also den Fokus einfach mal noch ein bisschen schärfer schalten, keine Fehl zu geben, nur genau die Mitte von der Weißen. Und denn jeder kleine Effet, der aus Versehen gegeben wird, wie ein Bogenstoß wirkt, ja, wirkt sich natürlich fatal aus, dann, wenn man von oben kommt. Ja. Speziell darauf konzentriert, kann man da schön überleben, sage ich mal. Zumal hier ja auch kein großes Position Play nötig war auf die drei. Das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen. Und apropos, ohohu, was war das denn? Uiuiui. Er wirkt noch ein bisschen müde. Guck ein bisschen mal hier, mit Maximalbestrafung. Leichter, hat noch gelöst. Leichte Fortsetzung und das Lösen, also Maximalbestrafung für diesen Fehler. Die letzte, das ist das Grausame, dann kann es auf einmal ganz schnell gehen. Ja. Die letzte Versicherung noch gelöst hier. Und er wirkt auch von der Coversprache jetzt ein bisschen... Normal kenne ich ihn anders. Stärker, strong. Okay. Ich spiele mit viel Konter-Effet. Ich spiele mit Absicht schon Shiny Snooker hier, um zu zeigen, wie gut sie das drauf haben hier. Perfekt. Er ist sein eigener Sponsor sozusagen mit Turniersoftware oder Turniersoftwareprogrammierung. Pascal Nüdecker. Geht er auf Safe? Nein, nicht wirklich, oder? Doch. Er steigt aus. Ich dachte, der wäre noch dünn gut machbar. Schönes Safe. Hatte den Eindruck, aber schönes Safe. Ich glaube, dass das hier nicht wirklich eine Gasse ist. Mhm. Das überprüft der Gero jetzt gerade nochmal. Giro ist sein Spitzname. Giro, auch. Jawohl. Ja, Giro. Nicht Giro di Italia, sondern Giro de Weisenberger. Gironimo. Also da scheint eine kleine Möglichkeit vielleicht durch die Gasse zu sein, aber das kann man natürlich ganz schlecht beurteilen aus unserer Perspektive. So wie er ihn anzieht, aber noch relativ deutlich machbar. Ohne Kontakt auf die Zehen wäre er noch fast noch ein bisschen schöner gelaufen. Das Erste, was mir ins Auge fällt, wäre jetzt 5 rechts anspielen, in die Nähe hinter der 10 schicken, weiße wieder zwei Banden ins Kopffeld. Zwei Banden ins Kopffeld, exakt. Wenn man ein bisschen länger hinschaut, kriegt man vielleicht noch andere Ideen. Man kann natürlich auch versuchen, die Weiße hinter der 10 zu bringen, aber dann kommt die 5 wahrscheinlich nicht weit genug raus. Er scheint es mit der Weißen zu probieren. Genau. Glaube ich auch. Nee, jetzt probiert er den Ball. Den Ball hat er probiert. Ist der den angegangen? Wahnsinn. Er traut sich was, der Schweizer. Ja, hier, aber für mich einfach eine falsche Entscheidung, denn ein sehr ordentliches, sehr druckvolles Safe war hier wirklich sehr einfach umzusetzen. Also wenn ich sage so 50-50, dann bin ich auch gerne für die Offensive, aber da war schon, also und die Argumente sprachen deutlich für das Safe. Und gerade wenn man führt, ja, viele neigen ja dazu, wenn sie führen, dann eher offensiv zu spielen. Schade, Fehler. Also er ist jetzt nicht at its best momentan, das ist definitiv. Aber wenn man führt, neigen ja viele dazu, den kann man jetzt eher mal probieren oder so. Aber ich denke, gerade wenn man führt, wenn man dann mit großartigen Saves noch kontert, dann sagt der Gegner richtig ja zusammen. Ja, und der Gegner muss ja was zeigen. Also der Gegner ist ja in der Position, er muss was tun. Du führst 2-0. Okay, im kurzen Satz ist das mit den Führungen immer alles relativ zu sehen. Ja, jetzt bekleckern sie sich aber beide nicht mit Ruhm hier. Ja. Wenn gleich für Gironimo keine Fortsetzung bleibt, aber auch jetzt kann man wieder mit einem sehr, sehr druckvollen Safe doch sich in Vorteile bringen. Das passiert häufiger in niedrigeren Ligen, kann ich mir vorstellen, im Zehnball. Das ist natürlich da oft so ein paar peinliche Hin- und Her-Dinger gibt, denn im Zehnball, wenn man mal verschießt und man einen Fehler macht, braucht man ja schon ein bisschen Glück, dass der Nächste dann wieder eine Position hat. Meistens bleibt ja wieder so was Mittelschwieriges oder ganz Schwieriges oder komisches Liegen, wo man dann wieder nur safe spielen kann. Und dann geht es so ein langes Hin und Her. Ja, fürchterlich. Und zumal man ja gut beobachten kann, gerade in den unteren Ligen, wie du es gerade schon sagst, das Spiel, während ich das Spiel im Stuhl, möchte ich es mal so nennen, also wenn ich nicht dran bin, da
haben Profis ein ganz klares Verhalten, während der, naja, ambitionierte Hobbyspieler in den unteren Ligen dort eigentlich halt dann sitzt. Ja. Und daran merkst du, dass dadurch, dass die Konzentration im Stuhl so nachlässt, wenn die Partie mal schlecht wird, wird sie sehr häufig von beiden Seiten schlecht. Weil du es nicht schaffst, die Konzentration zu halten, bis du wieder dran bist. Und dann kommen so 8-Ball-Partien zum Beispiel raus, wo dann 7 Aufnahmen. Spieler, die gut aufgelegt auch ausschießen. Aber das sieht man sehr häufig. Also dieses, was wir immer als Körpersprache beobachten. Was macht der Spieler, wenn er nicht am Tisch ist? Ist das einfach nur ein passiver Part? Ich glaube absolut nicht im Profibereich. Sondern du musst schon genau wissen, was zu tun ist. Guck dir das an. Der war auch mit ein bisschen extra Speed. Kann man schon von Schleudertrauma sprechen hier. Das, ja. Da war ein bisschen viel Wucht dahinter. Und natürlich dementsprechend auch gerissen ausgeführt. Also da verlässt dann auch die Technik den Stoß. Naja, wir können theoretisch sagen, uns ist es recht, denn das macht den Satz ein bisschen spannender. Klar, 2-1. Und wenn der Geronimo wieder in den Stoß kommt, und diese Gelegenheit hat er ja dann, wenn der Gegner sowas so Sachen macht, ne? Naja, schauen wir mal rein ins Billard aktuell. Gibt es hier neue Informationen für uns oder neue Fragen an uns oder Kommentare? Nein, außer, was steht da? German Q-Maker Project. Ja, sehr schön. Guck an, was es alles gibt. Was ist das? Also zum Thema deutsche Q-Maker. Haben wir hier einen Link auf Billard aktuell. Schaut es euch einfach an. Hier, Stuttgart Open Livestream. Und wenn wir dann schon dabei sind, dann reden wir auch Billard Beckmann mal an. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich angefangen habe, Billard zu spielen. Das war, ist schon eine Zeit her, aber da war Beckmann auch schon eine Größe. Einer, der lange den Billardsport begleitet. Ich kenne ihn noch als Spieler. Ja, siehst du. Und das spricht ja für ihn, dass er wirklich von nicht nur Kaufmann ist, sondern er war auch Spieler. Ja. Naja, und die lange Treue. Die lange Treue zu dem Billardsport, das ist was wir von vielen anderen Sponsoren nicht behaupten dürfen. Drum sei er hier mal erwähnt. So, was habe ich nicht mitgekriegt? Ein Breakfall von Pascal. Pascal. Und jetzt also eine richtig gute Chance. Gerade das Spiel abgestaubt. Das war ja wirklich verschenkt von dem Schweizer. Jetzt also Geronimo Weißbeck. Und das meinte ich zum Beispiel vorhin. Das haben wir bei dem Timo ein bisschen anders gesehen. Der fühlt sich sicher noch nicht wohl, der Geronimo. Spielt noch nicht sein gutes Spiel. Aber jetzt nimmt er sich Zeit. Keine Shot Clock. Im Übrigen wäre die nach dem Break jetzt ohnehin auch aus. Und jetzt liest er. Wo sind die Fehler? Wo sind die Schwierigkeiten? Wo sind die Fehlerpotenziale? Wo ist der richtige Weg? Wo muss ich hin? Und das ist für mich immer so ein bisschen Reset-Taste. Jetzt hat er einen schwachen Einstieg in den Satz gehabt. Ist es trotzdem nichts verloren. 2-1 ist er hinten. Hat er die 2 oder die 6 angesagt? Ja. Dass da überhaupt noch Platz ist. Das ist der Schlüsselball eigentlich schon. Ja, eigentlich ja. Wir werden es am Tempo sehen. 6. Ja. Gut, jetzt muss er eigentlich einfach nur, das ist allein jetzt schon, ne? Tief rechts ist schon eng, da müsste schon eng. Die 3 für die Mitte stellen, also leichter zu stellen wäre sie vielleicht sogar lang, aber dann auf die 4 ist wieder, da brauchst du den perfekten Winkel. Bleibt lang und also geht über die kurze Bande. Willst du sicher über Mitte? Ganz weit. Mhm. Ja, aber ganz schöne Lösung. Ja. Damit musste er nicht so ganz brutal schnell machen, wie wenn er in tief rechts gespielt hätte. Das war die richtige Entscheidung, ja, gut, genau. Hätte er jetzt auf lang gestellt, hätte er das Risiko gehabt, keinen Winkel zu haben. Steht der Stangen gerade, da kommst du nie wieder zur 4 und versuchst da irgendeinen Effet rein zu vergewaltigen. Dann fällt die 3 nicht und. Wir kennen diese Fehler. Also eigentlich ganz ordentlich gespielt. Und das ist sicher ein Spieler, so eine 4 macht er normalerweise weg, verstehe ich. Jetzt auszusteigen, kontrolliert. Okay. Ich dachte mir, auch wenn er ein bisschen kurz gekommen ist, macht er locker weg. Ja. Er kann ihn weich spielen eigentlich mit einem schönen Falltempo, sage ich mal. Aber natürlich auch hier knackig.
So eine 7 ist schnell reingemischt. Da gibt es jetzt kaum Resave-Möglichkeiten. Ja, wenn, dann ist es die 7. Ja, also das wäre also wir das sicher ansagen. Sicherheitshalber ansagen, ja. Muss er sicher, also sicher ansagen. Ja, viel oh, hat, die nicht, war, die viel war, hat nicht gefehlt. Oh. Und hier ist natürlich eine... Ja, das sagt er. Er hat extra mit hohem Tempo gespielt, dass wenn er ihn nicht versenkt, dass dann... dass die sich trennen, dass die genau. Distanz zwischen Weiß und Vier ist. Aber das ist in dem Fall nicht aufgegangen, der Plan. Wobei der Plan sicher der richtige ist. So, jetzt bringe ich mal erstmal einen Schluck aus von meinem alkoholfreien, alkoholfreien Prosecco, also Pellegrino. Ja, der Laden füllt sich. Die nächste Gruppe, 14 Uhr ist Start, jetzt kurz vor 1 Uhr, der Laden füllt sich. Ja, richtig was los hier schon. Oh, jetzt hat er sich aber nahe schön in die Bande gelegt. Und jetzt muss er noch drei Banden gehen, um eine Position zu finden. Und für drei Banden ist auch gar nicht so viel Winkel drin, da wäre er dann mehr Winkel fast lieber. Mhm. Aber ganz schön gespielt. Perfekt. Ja. Ordentlich durchgezogen, nicht gezögert. Mhm. Perfekt. Wer ist denn gestern im Shootout noch weitergekommen, wird gefragt. Und die Antwort ist Christian Brehme. Ah, die wird schon im Forum selber gegeben. Okay, damit haben wir ein 2-2. Ausgeglichenes Match auf 5 Gewinnspiele. Es bleiben noch 3 Gewinnspiele übrig. Welcome to the House Tournament Action. Ja, richtig. Ja, gerade im 10-Ball. Wir haben dann doch hier und da Wendungen. Oh, da nochmal die Werbung. Web Publishing bei Pascal Niedecker. Das ist er. Und direkt hier am Tisch. Ihr müsst aufpassen bei der Turniersoftware. Nicht, dass er so programmiert hat, dass er auf jeden Fall am Ende sowieso immer als Gewinner dasteht. Sollte man mal beobachten, ja. Ob er auf einmal wieder als Lucky Loser zugelost wird, mehrfach. Oh, was für eine Werbung. Oh, jetzt wird es aber hier. Jetzt aber, ich habe... Wäre vielleicht, ja genau, Mittagszeit. Ein Happy Snack vielleicht. Und hier haben wir unseren Schiedsrichter. Fefzi ist sein Name. Fefzi. Ist das der Vor- oder Nachname? Der Vorname. Der Nachname nicht mehr ganz auf Lager. Hat gerade auch mitgespielt bei dem Break Battle. Richtig. Also auch die Helferchen. Das ist ja wirklich so, man sagt immer Helferchen, aber auf denen lasten auch so viele Jobs. Es ist so wichtig, dass man nicht nur eine tolle Mannschaft hat, wie hier David Berkelmeier und natürlich die Mordbrüder, Stefan und Michael. Wieder ganz zentral gebreakt, also von der Mitte. Ja, genau. Ja. Beide Kugeln wieder nah hingekriegt da. Und okay, da hat er, glaube ich, die Weiße einen Kick gekriegt. Von alleine geht die da nicht hin. Oder selten. Restrisiko, unbewältigbares. Wird wohl das so der letzte Faktor X, jetzt, der ne? letzte Faktor X, der immer bleiben wird bei dem bei diesem Spiel. Also er hat gerade angesagt, was er angesagt hat, wollen wir mal gucken. Ich glaube, er hat Push angesagt. Er sucht sich jetzt ein nettes Plätzchen für die Weiße. Was wärst du denn zum Beispiel die Weiße gegen die 4 laufen lassen? Gar nicht viel mehr, ja. Ich würde auch an die 4 ran klitschen und was sollst du da groß rum doktern? Man darf jetzt nicht irgendwie was ganz Schwieriges hinlegen, das kriegst du sofort wieder serviert. Kriegst es zurück, ja. Und das ist ja, ne, er offeriert hier, hast du Lust auf den Safe zu spielen oder nicht, ne? Und der ist nicht so leicht, der ist auch nicht so schwer. Ne? Ja, ist so ganz klassisch, also wenn er ihn einmal quer über den Tisch schickt, dann darf er nicht die 8 ohnehin nicht und dann auch nicht die 10 möglichst berühren. Ich denke, da geht es darum, ein bisschen weiter links anzuspielen, die Weiße hinter der 2 zu parken und die 1 gar nicht so weit zu schicken, sondern gerade mal so hinter die 8. Ja, wird er auch so schaffen. Ja, war gut. Wenn er natürlich ein bisschen rausschaut, nee, dann wird es schon schwierig und ein bisschen näher an die 2 wäre eigentlich der Weg gewesen. Ja, aber schönes Ding. Oh, Mitte wird angesagt, man weiß ja nie, was passiert. Sieht dann aber nach einem 2-Bänder aus, 2 Vorraten. So schaut's aus. Das meinte ich mit der Schönheit im 10-Ball. Da legst du die nieder. Da legst du die nieder, also. Ralf, du kannst es ja richtig gut.
War lange Zeit immer wieder gerne mal ein Ball. Ja, das ist jetzt aber genau die Situation, wie wir sie heute Morgen beschrieben haben. Beim 9-Ball wäre das jetzt ein reiner Flug. Beim 10-Ball weißt du und lernst du auch als Zuschauer, den wollte er so. Ja? Ich möchte damit nicht behaupten, dass er ihn kann. Aber wir wissen ganz genau, wie die Chancenauswertung ist. Ich meine, du hast, um die Kugel überhaupt nur zu treffen, also das Foul zu vermeiden, hast du ein Target von 57 mm. Und das rechts und links, also so ungefähr 114 mm Target. Das ist also ein gutes Stück. Ne? Ja, klar. Wenn du sie aber reinmachen willst, dann ist das Target nur noch so 2 mm breit. Ja. Naja, klar. Aber ich meine, man hat die Bilder einfach im Kopf. Du hast den schon tausendmal in irgendeiner Situation gespielt. Und wie gesagt, der Erfolg ist natürlich im Minimalbereich. Mhm. Aber eben schön, dass es diesen Call gibt, dass es diese Ansage gibt, die... Ja, da gebe ich dir recht. Da wird das Spiel transparent macht. Schon entlarvend, ja. Bin mal gespannt, ob er das auch zu Ende ziehen kann. Das ist ja immer die Sache. Nach einem Superstoß, ja, den Lohn einzufahren, heißt ja, durchzuziehen. Ganz klassische Situation, kennt man eigentlich aus jeder Sportart. Übersetzt würde ich sie hier sagen, es ist immer der Stoß danach. Also es ist in anderen Sportarten... Hey, hast du mein Buch schon gelesen oder was? Da gibt es ein Kapitel, das heißt der Ball danach. Der Ball danach? Ja. Also, ich dachte, so die Zigarette danach. Nee, also klar kennt man aus vielen Sportarten, aber schön, wenn du das in deinem Buch auch aufgreifst. Aber es ist ganz, ganz klar, also der Golfer, der irgendwie den unmöglichen Schlag aus dem Bunker platziert und dann den 1-Meter-Putt versemmelt. Der Tennisspieler, der das Break macht und nachher sein Aufschlagspiel verliert. Und der Billardspieler, der mit einem tollen Einsteiger sich das Rack eigentlich schon verdient und dann einen leichten zweiten Ball verschießt. Aber da bist du ja dann meiner Meinung, wenn ich das so raushöre. Genau. Und da muss man einfach besondere Konzentration. Also man bekommt Applaus für den super Ball, den man sowieso gemacht hat. Ne? Deine Situation. Man kann natürlich den ganzen Ruhm wieder verzocken, indem man den nächst leichteren dann versemmelt. Und da sollte man den nächsten Ball einfach nur mit der Motivation für sich, den will ich für mich machen. Sonst ist der erste nichts mehr wert. Das ist ja das Schlimme. Der erste ist nichts mehr wert. Ja. Oh, Achtung, Vollalarm, Bauch einziehen, Luft anhalten. Und weg ist er. Nicht durchgezogen, damit ist es wieder wertlos, der erste super, super Doppelvorbänder. Und da muss man ganz klar sagen, liebe Grüße an die Einsteiger des Turnierbillards. Nein, das war nicht Pech. Was immer heißt, und dann habe ich so schön gespielt und dann ist mir die Weiße gefallen. Die ist nicht mir reingefallen, sondern die habe ich reingeschossen. War halt schlampig durchgeführt. Mhm. Insofern nicht viel Wirkung in die zweite, in die Bande bekommen. Mhm. Tja, da habe ich totales Pech gehabt. Aber das ist so ganz typisch. Pech. Ich habe so schön ausgeschossen und dann, oder ich hätte fast ausgeschossen, aber ich hatte Pech. Auch da. Ja, genauso beim Aufbauen früher, wenn sie da diskutiert haben, ob es jetzt Press ist oder nicht. Aber es ist doch fast Press. Fast Press, wo fast wir alle wissen, die 2 mm sind schlimmer, als wenn sie 3 cm auseinander liegen. Lücke ist Lücke hier. Oh, da so. Gibt es hier, was gibt's Sebastian Neues? Spielt der Sebastian auch? Ja, hier unten. Meine dich, ja? Hier die Einzelstatistik sogar, entlarvend hier. Ja. Von dir? Ja, anscheinend. Oh, die gucken wir uns an. Oh Gott, oh Gott. Ich bin während dieser Saison, übrigens, habe ich ein neues Geschäft aufgebaut und bin Papa geworden. Gleich die Entschuldigung vorneweg, meine Lieben. So, wir sehen hier eine sportliche Region, die Sportregion Stuttgart. Ich möchte das gerne nochmal ansprechen, da ich selber auch in Funktionärsdiensten bin und weiß, wie wichtig die Unterstützung einer Stadt ist. Die Stadt Stuttgart ist hier einer der Sponsoren, die wirklich mithilft. Und das ist also wirklich was... Also seine Einzelspielerstatistik hängt ein bisschen. Naja, wir können es ja. Aber wir können, wenn wir schon mal den Fahrrad. Du darfst es nachreichen, wenn du willst. So schlimm war es dann wieder nicht. Ja. Und hier ist die Weiße beim Break gefallen. Und wieder Ballenhand für Geronimo. Aber wenn ich schon gefragt werde, dann möchte ich eins natürlich schon, auch als Gruß nach zu Hause loswerden. Denn wir spielen also so seit 15 Jahren. Immer so auf Niveau Verbandsliga, Oberliga, das ist sonst oder je nachdem, mal dritte, mal vierte Liga. Allerdings mit 4 Kumpels, also mit einem war ich schon in der ersten Klasse und so. Wir spielen also auch seit 15 Jahren unverändert. Wohnen im Umkreis von 2 Kilometern, also es ist so ein bisschen eine Mannschaft mit Seltenheitswert, sage ich mal. Und da sind wir schon sehr stolz drauf. Mittlerweile jeder Papa bis auf einen und insofern verschieben sich die Prioritäten, aber also ganz...
Da hatten wir letztens eine Mannschaft bei der Landesmeisterschaft, die Mannschaft von Waghäusel in Baden-Württemberg, die ist in unveränderter Besetzung seit 17 Jahren zusammen. Ja. Das ist auch krass. Aber es ist wirklich klasse. Also ich meine, und dafür ist dann auch Oberliga und Verbandsliga, das war ehemalige Bayernliga und Landesliga so konstant seit 15 Jahren eigentlich dieses Niveau. Ist dann schon auch ganz ordentlich. Also ja. Damit sind wir schon zufrieden. Seid ihr sozusagen immer mitgewachsen mit dem Niveau, ne? Naja, man muss auch anders sagen. Also wenn ich mal überlege, so letzte Saison hatte ich eine sehr gute Saison gespielt. Da habe ich dann leider vor lauter drüber sprechen, am letzten Spieltag mein erstes Achtball verloren. Mhm. Die 100% mir nochmal zerstört. Mhm. Aber unabhängig davon, möchte ich ja gar nicht als Angeber dastehen, es ist so, wenn du so gespielt hättest vor 15 Jahren, ist ja sowieso Wahnsinn. Also das Niveau hat insgesamt so angezogen. Mhm. Das ist ja wirklich abartig. Aber es ist natürlich in unserem Großkreis München ganz schön. Valerie, Kulojans, Heimerer, Stolker, Hübler, Reintjes, Stojanovic, jetzt habe ich sicher einige noch vergessen, Tobi Heuss, also wahnsinnig viel, durch Dachau natürlich, durch einige Münchner Vereine früher, wahnsinnig viele tolle Spieler, die du halt relativ nah hast wachsen sehen, und das ist dann schon ganz toll. Also die müssten alle irgendwann mal durch unsere Liga durch, die wir da besetzen seit Jahren und Jahrzehnten, und darum ist das ganz, ganz witzig. Unweit auch von unserem Kaiser Ralf Suké. Manchinger genau. Ist. So, hier, im neuen Ball, schickes Ding mit viel Schmunzelfaktor. Hätte ich nicht mit der Wimper gezockt. Und hier, die besondere Situation, es könnte Pascal hier auch den Stoß abgeben, weil ein Ball gefallen ist in ein nicht angesagtes Loch. Aber gut, den nimmt er selber. Der sagt jetzt dünner wie vorher der Ball, wo er safe gespielt hat, fand ich, ja. Und jetzt macht er ihn einfach so rein. Na gut, der Tisch liegt so, dass der Anschluss eigentlich möglich ist. Bin mal gespannt. Viel Strecken ist da mit dabei. Ja. Mal so ein bisschen cross über den Tisch wieder. Ab das ist jetzt so gnadenlos, technisch sauber zu spielen, der Ball, den du hier... Holst du deinen Punkt an der Bande? Ja, da wäre er gewesen, richtig. Aber immer noch alles komfortabel, okay. Denke ich. Ja. Ja, jetzt der andere Winkel, wieder ein weiter Weg. Hier muss er natürlich noch mal ein bisschen wandern. Da hätte er ruhig versuchen können, ein bisschen näher in die Ecktasche zu kommen. Das ist ein bisschen länger wird, ja, weil es dann auch gleich wieder mit der 9 weitergeht. Aber die 9 liegt, schaut schon schön rein. Ja, also. Jetzt hat er es in Anführungszeichen. Ja, das hättest du vor vorletzter Partie auch gesagt. Ja. Wer will es verschreien, du oder ist ich? Ganz schnell. Oh, verschreien's nicht. Nee. Auch bei Standardbällen, ne, hast du so schnell mal kurz den Fokus verloren für einen Moment und dann ist er total weg. Ne? Okay, 3-3. 3-3, wunderbar. So soll es laufen. Schöne Spannung hier, weil ich übrigens gerade den Münchner Großraum angesprochen habe, als schon schöne Brutstätte von tollen Talenten. Stuttgarter Raum und gerade Baden-Württemberg insgesamt auch. Richtiges Ballungszentrum mittlerweile geworden, wo wirklich richtig viele, viele gute Spieler hier zu Hause haben. Rege Jugendarbeit, das ist natürlich alles auch, sind natürlich alles auch die Früchte, die man jetzt hier trägt. So, war da nochmal Verwirrung, wer hier prägt? Ne, es ist glaube ich schon Geronimo. Also ich bin, was dieses Wechselbreak und Winnerbreak angeht, bin ich ja auch, ich kenne die Argumente, ne? Also das Wechselbreak ist auf jeden Fall sportlicher. Und deswegen bin ich für Winner Break. Um deinem Image gerecht zu werden. Genau. Ich weiß nicht, ob es sportlich ist, ehrlich gesagt. Also ich bin einfach Fan von maximaler sportlicher Leistung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich alles schnelllebig geworden. Kurz, es muss alles schnell und flott sein. Kurze Sätze und was weiß ich.
Ich finde das klasse, wenn irgendwie ein Hübler berichtet, dass er in, weiß gar nicht, war es sogar in Biel oder wo auch immer, dann irgendwie einen Satz umgedreht hat, wo er weit hinten war, indem er irgendwie 8 an ausgemacht hat. Ich finde sowas die Show, die das Pool braucht. Das ist ja nicht eigentlich nur so, man sagt ja, okay, man vergleicht es mal mit Tennis oder so, dass da auch nicht immer der Gewinner den Aufschlag hat und so, aber es ist ja auch im Volleyball oder es gibt ja auch das Squash oder was, kann das sein? Ja, es gibt einige Rückschlagspiele, wo man sich den Aufschlag verdient, holen muss. Ja, verdient und dann damit punkten kann. Für mich ist eine ganz, ganz eindeutig. Natürlich kriegst du spannende Matches. Wir selbst haben ein Showmatch in Freising mit Hübler und Suke. Sind auch heuer beide wieder bei uns in diesem Jahr am 22.07. Ja, klar, da spielst du gerne einen Wechselbreak, dann siehst du garantiert beide. Weil stell dir vor, du lädst dir zwei Topspieler ein für ein Showmatch und dann spielt der eine nicht. Ich persönlich sag, ja, dann halt nicht. Egal, dann dafür hat der andere wahnsinnig gespielt, ist dann auch stark. Musst du nicht viel machen, kriegt die gleiche Gage. Naja, also, das weiß der Roman, dafür sind wir zu gut befreundet, dass das mit der Gage schwierig wird. Nein, also ist ja auch ein Turnier, das wir spielen, aber daran, du erkennst vielleicht auch schon an meinem Haus- und Hof-Turnier, wir spielen K.O.-System. Also ich mag das Oldschool-Pool ganz gerne. Ja. Und hier hat er sich tatsächlich hier einen Positionsfehler eingebaut. Ja, völlig unnötig eigentlich wieder. Das sagt man zwar bei fast jedem Fehler, aber... Oh Mann. Durch den Satz hindurch zieht sich natürlich schon. Verschießt ein Geronimo, dann kann Pascal immer fortsetzen. Es war schon dreimal so und in einem kurzen Satz ist das ja viel, dass es umgekehrt nicht so war, dass Niedecker verschossen hat, aber Weißenberger nicht wirklich ein Einsteiger liegen geblieben ist. Das sind Beobachtungen, eigentlich uninteressant, denn du kannst eh nicht ändern als Spieler. Ja, das war fast zwangsläufig, dass ihm die da zu weit läuft. Ja, den halten war, habe ich mir auch gedacht, das ist fast Mission Impossible. Okay, der war gut. Der war gut. So, wie sieht's denn aus, Billard aktuell? Ich habe mich nicht vorhin nach dem Weltmeister von 1972 gefragt. Da ist immer noch keine Rückmeldung gekommen. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ganz neu. Das habe ich hier eine Aufgabe gegeben. Weltmeister von 1972, bitte. Was machen die? Reden über Agassiz Spielerstatistik hier. Die Spielerstatistik dauert immer ewig. Ja. Moment, also gehen wir mal. Oh, da ist noch eine neue Seite. Oh, schau hin. Wieder so eine knappe Geschichte. Hier steht, ob ich schon weiß, mit wem ich das Doppelmatch spiele. Mit Hermann Heu oder Marco Dorenburg. Das darf ich mir gar nicht aussuchen. Das sind glaube ich, die Kids zuerst gefragt. Aber es steht von daher noch nicht fest. Die wollen dann beide mit Christian natürlich spielen, weil sie da ein schönes T-Shirt geschenkt bekommen. Von mir gibt's nichts. Er schmunzelt schon selber ein bisschen über seine Herausforderungen, die er sich selber immer wieder mit einbaut. Denn jetzt sind wir natürlich beim 3-3 in dem Fortschritt des Satzes. Ja, da hat unsere Regie auch schon gemeint, jetzt drückt er den wirklich ab. Macht er auch. Er schaut ihn sich nochmal an. Und dann gibt es einmal um den Tegernsee mit der Weißen. Oder was ist hier einmal um den Feuersee? Den Bodensee nehmen wir. Dann. Nehmen wir den Feuersee, da ist ja ganz nah. Bodensee, da ist auch ein bisschen die Schweiz dabei, weißt du? Das ist sehr schön, gefällt mir, nehme ich. Hat er jetzt hier über die Tasche gestellt, glaube ich. War das so ein... Das war mit Doppelkante oder Doppelkante so. Doppelkante raus oder sowas. Er hat sich dafür auch entschuldigt. Ich meine, er muss sich eigentlich erst entschuldigen, wenn er den auch noch wirklich bringt. Man kann sein Glück auch mit Füßen treten. Beim 3-3, aber den drückt er dann ganz schön ab. Mit einem Schulterzucken nimmt er es denn geduldsam hin, in Führung zu gehen. Ja, stell dir vor, du hast Glück und so und dann tust du den nächsten leichten wieder verschießen oder so. Eigentlich Glück mit Füßen treten muss auch nicht sein, nur weil es einem peinlich ist oder so.
So, und dann kommen wir wieder zurück an unsere Sponsorenliste. So richtig komplett haben wir sie noch, wir haben jeden mal irgendwie genannt, ne? Aber so richtig komplett aufgezählt. Wir haben unsere Förderer, die sind ganz groß dabei. Stuttgart für den Sport und dann noch Sportregion Stuttgart. Dann haben wir Partner, die sind natürlich ganz wichtig. Ja? Poolstage, Moor, Billiards and More, E7, steckt der Simon Schmitz dahinter. Ne? Haben auch mal die Personen hinter der Firma zu nennen. Sportcafé EU, Web Publishing haben wir hier direkt, unseren Pascal Niedecker am Tisch. Und Sportcafé, da sind wir gerade, ja. Drei Sportcafés. Genau, Carambolage und dann noch in das Victory in Leonberg und die Markthalle in Ludwigsburg. Du kennst dich aber aus. Aber hallo. So, jetzt schauen wir uns mal den Break an. Oh, er setzt nochmal ab. Von Pascal. Die ganze Zeit hat er Schwierigkeiten gehabt, das wirklich zentral zu treffen. Er war immer ein bisschen außen, ne, an der Eins. Mal zentral getroffen, aber oh, schau mal, was da alles reinfällt hier. Vier Stück von wegen 10-mal Turnier. Er bevorzugt Sixball. Ja, und Break Battle, da wäre er jetzt schon gut dabei hier. Ganz vorne. Tobi Heuss, der Fürstenfeldbrucker Bundesligist, der ist hier mit 7 Bälle als Ergebnis von 3 Breaks. Führender unserer Break Battle. Und bisher hat nur einer bei dem Break Battle 4 Bälle gemacht, gell? Ja, genau. Klaus. Ja, hier die Turnierleitung. Jawohl. Wie Name nochmal? Klaus, der Klaus. Wie sieht es denn eigentlich in dieser Gruppe aus hier? Wie gefährlich, wie entscheidend sind hier diese Spieler? Haben die beiden schon ihre Spiele alle gewonnen oder hat schon jemand verloren? Ich frage ja immer. Weißenberger hat 1 gespielt und das eine auch gewonnen, ja. Und Niedeker. Okay, beide gleich auf. Das heißt, das wird nicht mehr so weitergehen. Das geht nicht mehr lange gut. Und wenn jetzt die drei Kugeln hier, ohne was verschreien zu wollen, dann wäre es tatsächlich der Schweizer, der sich hier durchsetzt. Entgegen unserer Prognose, oder eigentlich deiner Prognose. Jetzt, da du nicht richtig liegst, ist es natürlich deine Prognose, nicht unsere. Aber du hast ja schon gesagt, also mehr oder weniger Augenhöhe, vielleicht leichte Vorteile. Und jetzt, das wäre dann Matchball, bitteschön, für Pascal Niedecker. Hier, die Kommentatoren werden wir gefragt, wer entscheidet denn, wer auf dem Live-Tisch spielt und vor allem, nach welchen Kriterien wird entschieden? Wird es ausgelost? Es wird nicht ausgelost, es gibt keinen festen Kriterienkatalog, es wird... Ich habe noch nicht mal mitgekriegt, wer das wirklich entscheidet. Ab und zu fragen sie mich, aber nicht immer. Und wir nehmen es, wie es kommt. Und hier ist es gerade zu Ende. Jawohl, 5:3 gewinnt also Pascal Niedecker. Und Geronimo nimmt es auch mit einem Schulterzucken hin. Keine hochklassige Partie, aber wir haben doch auch gesehen, was es ausmacht, Bälle anzugehen oder safe zu spielen. Da haben wir uns teilweise ein bisschen gewundert. Das ist immer die Entscheidung der Spieler, vollkommen klar. Ja, und wir sehen uns dann gleich zum nächsten Match. Es geht ja hier Schlag auf Schlag. Wie im Taubenschlag füllt sich auch hier das Carambolage Billardcafé. Und ja, Ralf, danke. Bis dahin. Danke auch, Sebastian. Und wir hören uns wieder beim nächsten Match. Dankeschön. In Kürze, danke.